Und wir stellen deutschlandweit 34.000 Streckenkilometer von den Alpen ans Meer. But climate change is becoming an increasing threat to that infrastructure. So what we're looking at is, in the case of a severe storm, if a tree were to fall, would it risk falling onto the train tracks? Die Vegetationsinspektion machen wir derzeit zu Fuß und das sind aber Millionen von Bäumen. But with AWS technology, we can take the data from the sky, from the satellite, from space, to look at things in a different way. I never thought I would be in a space-related field. I've never watched Star Trek, but it's very interesting now that I'm here. At LiveEO, we take raw satellite data and turn it into something useful. So looking at 34,000 kilometers worth of track means we have a huge amount of data. The AWS cloud gives us this ability to quite quickly be able to store large amounts of data as we need. And then we apply machine learning models to that data, then provide it to Deutsche Bahn. Von LiveEO erhalten wir verschiedene Geo-Packages, die eben beschreiben, wie hoch der Baum ist und wie der Abstand zum Gleis ist. Und die haben wir dann eben auch transformiert in Risikopolygone. Und das sehen wir in verschiedenen Farbtönen von niedriges Risiko bis hohes Risiko. Und dann berücksichtigen wir aber auch die Expertenmeinung von unseren Kollegen vor Ort. Und hiermit stellen wir sicher, dass die Bäume mit dem höchsten Risikopotenzial als erstes behandelt werden. Wir haben verschiedene Teams, sind alles Holzfäller verschiedenster Art. Also wir bearbeiten hier einen Kiefer- und Lärchenbestand, der mittlerweile eine zu hohe Höhe erreicht hat und damit, wenn er den fällt, in den Gleisbereich fallen könnte. Nachdem wir die Fällungen durchgeführt haben, arbeiten das Holz auf und legen das in Benjeshecken ab. Das ist eine Renaturierung, um Habitate für Tiere zu schaffen. Ich denke, der Wald ist schon ein sehr wichtiger Bestandteil der deutschen Kultur. Die Natur zu erhalten ist ein großes Ziel insgesamt. Wir wollen CO2-neutral werden als Land in ein paar Jahren. Und da ist es wichtig, dass wir auf die Bahn zählen können. We can't prevent the weather. However, what we can do is provide resiliency. So what we're working towards is a 10-hour response time, which means that really you can have a storm overnight and then in the morning already have people clearing the tracks and getting trains moving again. Gesamthafte Überblick, der ist einfach fast unbezahlbar, um den wir da aus dem All bekommen. Ich denke, da sind wir einfach auf neue Technologien angewiesen, um den zukünftigen Generationen einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen. Sometimes we think about the space industry and it can all seem like lots of pipe dreams, things that you just are never going to see within your lifetime. And what we're really showing here is that it's possible to use space and technology to protect what we already have and make things better here on the ground.